Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im Zoo am Park geht's weiter mit den Flusspferden. Wird ein relativ kurzes Video, weil ich kaum Pflanzen unterbringe, weil ähnlich wie bei den Elefanten, wobei ich mich da ja auch wieder ein bisschen ausgetobt hatte, ja, die Tiere würden die Pflanzen platt treten, ergo gibt es wenig Pflanzen im Gehege. Und unsere Flusspferde mögen es ja lieber feucht, deswegen gibt es zwei Planschbecken. Ja, zunächst baue ich wieder einen eigenen Zaun. Den wollte ich gerne ein bisschen anders haben als die anderen Zäune rundherum. Und platziere mir das Ganze dann einmal rundherum. Das ganze Becken wird nachher noch ein bisschen flacher. Die Flusspferde laufen ja nur unter Wasser, schwimmen ja nicht wirklich. Und damit man noch ein bisschen was von denen sieht, wird das Gelände noch mal ein bisschen angepasst. Wer nie Pferdbecken kennt, weiß, die sind schmutzig. Darum gibt es hier wieder eine ordentliche Portion Schmutzwasser. Ja, diesen Einstieg muss ich nachher tatsächlich dann auch nochmal verlängern, weil, wie gesagt, die Tiere schwimmen nicht, die laufen auf dem Grund und die Rampen gehen nicht ganz bis auf den Grund, deswegen wird das nachher nochmal ein bisschen verlängert. Ein Teil der unschönen Kanten mache ich hier mit den Aquatikfelsen dicht. Und andere werde ich nachher noch mal zurechtziehen. Das kleine Hippohaus wird für Besucher nicht zugänglich sein. Hier hinten das Gebäude, das ist ein großes Mitarbeitergebäude, das im Hintergrund von den Hyänen und afrikanischen Wildhunden entstanden ist. Da entsteht dann auch der Eingang für die Mitarbeiter. Ja, und hier wird jetzt die Koppel gebaut. Hier habe ich auch wieder dasselbe Problem wie davor in dem Video für die Thomson-Gazellen und die Moorantilopen. Ich baue irgendwie im Moment ein bisschen zu klein. Es war mir da schon fast an der Stelle bewusst. Richtig merken tue ich es aber dann erst, wenn die Hippos eingezogen sind, weil die doch ja ganz schön proper sind. Das heißt, auch hier das Gehege wird wieder auf zwei aufgeteilt. Das, diese, ich sag mal, Koppel jetzt im Hintergrund wird nochmal geöffnet und erweitert zur anderen Seite hin. Ja, hier dann eben nochmal die Erweiterung dazu. Da wird dann auch nochmal ein bisschen kleineres Wasserbecken, genau. Entstehen.
Einfach für den Fall würde man das wirklich abtrennen, also zumachen, dass die Tiere an der Stelle auch Wasser haben, dass sie rein können. Hier hatte ich wieder das Gelände ein bisschen angepasst und die Laufwege optisch dargestellt. Ja, und wie gesagt, hier entsteht jetzt noch ein bisschen Bepflanzung. Das Haus wird noch fertig gebaut und ja, schaut es euch gerne noch an, den Rest des Videos. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Die Straßenkehrmaschine fährt jetzt vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr so hört. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis demnächst. Bye, bye. Se la patina se zoaca.